Hallo und herzlich willkommen zur Sporteinheit mit Stuhl, präsentiert vom Inklusionsprojekt Hatten Inklusiv. Für die heutige Sporteinheit ist Chantal von der TSG Hatten-Sankrug für euch da. Die Sporteinheit mit Chantal wird ca. 15 Minuten dauern. Sorge dafür, dass du dir einen Stuhl bereitstellst, bequeme Kleidung trägst und etwas zum Trinken hast. Wir wünschen dir viel Spaß beim Sport mit uns. Dein Team von Hatten Inklusiv und Chantal. Herzlich willkommen, schön, dass ihr jetzt auch alle dabei seid. Wir starten jetzt ganz langsam mit unserem Aufwärmprogramm und wir laufen erstmal ganz locker auf der Stelle, heben unsere Beine an, nehmen unsere Arme schön mit und marschieren im Sitzen. Sehr gut. Und dann dürft ihr mal versuchen, nach oben zu greifen. Wer kann, läuft weiter auf der Stelle oder ihr lasst die Beine still und hebt nur die Arme nach oben und greift zur Decke. So, als würdet ihr jetzt einen Apfel greifen wollen, vom Baum pflücken. Spiel machen wir zur Seite. Wir ziehen uns mal zur Seite lang. So, als würdet ihr was von der Seite greifen wollen. Ihr könnt auch so ein bisschen mit eurem Pobacken von rechts nach links euch bewegen, Seiten verlagern, vom rechten und linken Pobacken. Und wir laufen mal wieder auf die Stelle. Nehmen wieder die Arme mit, heben die Beine an. Versucht schön aufrecht zu sitzen bei den Übungen. Wieder kurze Pause, die Beine entspannen sich. Wir kreisen mal mit den Schultern rückwärts. Schöne kleine Bewegung. Ihr zieht die Schultern zu den Ohren und langsam nach hinten runter. Erwärmen nochmal unseren Schulterbereich. Sehr gut. Schön langsam, macht es nicht so hektisch. Andersherum kreisen. Wir kreisen vorwärts. Beide Schultern. Sehr gut. Und einmal lösen. Schüttelt die Arme einmal ein bisschen aus. Wir nehmen mal die Arme ganz lang nach vorne. Und wir machen so eine Art Winkelbewegung. Setzt mich ein bisschen schräg hin, dann seht ihr es ein bisschen besser. Immer im Wechsel. Rechter Arm geht nach oben, linker geht nach unten. Erwärmen dabei ein bisschen unsere Handgelenke. Sehr gut. Dann könnt ihr mal versuchen, beide Hände gleichzeitig nach unten und nach oben zu strecken. Und kurz Pause, lockert die Arme aus, schüttelt die Hände aus. Dann nehmen wir mal die Arme nach oben und wir machen immer eine Faust. Erstmal nur mit der einen Hand, also nehmt mal nur den rechten Arm nach oben, macht eine Faust und öffnet die Hand wieder.
Und das gleiche geht auch wieder nach oben. Eine Faust machen, öffnen und wieder schließen. Einmal machen wir es noch mit der Hand. Und wir wechseln die Seite. Auch hier öffnen wir und schließen die Hand. Sehr gut. Einmal noch. Und jetzt versuchen wir das Gleiche mit beiden Armen. Wir öffnen und schließen. Versucht so gut wie es geht. Geht auch so gut wie es geht nach oben, so weit wie ihr kommt. Einmal noch gehen wir nach oben und wieder runter. Sehr gut. Einmal lockern. Die Arme haben wir jetzt nochmal gut erwärmt. Jetzt erwärmen wir nochmal unsere Sprunggelenke. Wir gehen mit dem rechten Fuß auf die Fußspitze, mit dem linken Fuß auf die Ferse. Wir versuchen mal, immer im Wechsel dann den rechten Fuß auf die Ferse zu bringen und den linken Fuß auf die Zehenspitze. Immer so eine kleine Abrollbewegung. Immer gegengesetzt. Wer das nicht so gut kann, kann auch mit beiden Füßen auf die Zehenspitzen gehen und mit beiden auf die Ferse. Ist vielleicht am Anfang ein bisschen einfacher. Startet ihr erstmal so. Sehr gut. Probiert es nochmal. Entgegengesetzt. Den rechten Fuß auf die Zehenspitze, den linken Fuß auf die Ferse und dann einmal wechseln. Den linken Fuß auf die Zehenspitze, rechten Fuß auf die Ferse und wieder wechseln. Macht es in eurem Tempo, so gut wie es klappt. Ein bisschen Koordination bringen wir rein. Machen wir die Übung noch. Und einmal lösen. Wir laufen nochmal ganz locker auf die Stelle. Nimm nochmal die Arme mit. Und heben. Die Arme machen wieder kurz Pause und wir heben die Beine ein kleines Stückchen höher an. Erwärmen nochmal unseren Hüftbeuger. Und einmal kurze Pause. Ihr könnt gerne jetzt eben was trinken und wir kommen zur Kraftübung. Gut, wir starten dann jetzt. Ich erkläre erstmal die erste Kraftübung. Wir heben gleich immer im Wechsel ein Bein an und führen die diagonale Hand zum Bein, bringen kurz Spannung auf und lösen wieder. Dann wechseln wir die Seite. Auch hier anspannen und wieder lösen. Wir starten gleich alle gemeinsam. Ich zeige es nur. Wir haben hier so eine kleine App, die sagt mir dann auch an, wann wir starten. Dann macht euch bereit. Wir starten dann in 3 Sekunden. Und los geht's. Immer im Wechsel. Anheben, Spannung aufbauen und langsam lösen. 30 Sekunden. Schafft ihr.
anspannen und wieder lösen. Immer diagonal. 10 Sekunden noch. Jedes Bein schafft ihr noch einmal. Und Pause. Wir kommen zur nächsten Übung. Ich zeige erstmal, bevor wir gleich starten, ihr kickt gleich. Als würdet ihr einen Fußball nach vorne kicken oder was anderes wegschießen. Immer Bein lang machen und wieder lösen. Macht euch bereit, wir starten dann jetzt. Und los geht's. Versucht gerade zu sitzen. Wer kann, versucht weiter vorne zu sitzen beim Stuhl. Versucht das Bein schön zu strecken. Noch 10 Sekunden. Und die Übung habt ihr auch schon geschafft. Ich zeige schon mal die nächste Übung. Wir führen leicht das Bein, das rechte Bein nach außen und wieder nach innen, so weit wie es geht. Das ist gleich dann die Übung. Ihr versucht auch hier wieder gerade zu sitzen. Wer kann, setzt sich weiter nach vorne. Macht euch bereit. Wir starten mit dem rechten Bein nach vorne, nach außen drehen und wieder nach innen. Wer kann, versucht das Bein ganz leicht angehoben zu lassen. Sehr gut. Noch 15 Sekunden. Noch einen kleinen Moment durchhalten. Die Seite habt ihr gleich geschafft. Letzten 5. Und die Seite habt ihr geschafft. Jetzt eben kurz Pause, lockert euer rechtes Bein aus. Wir machen das gleiche Spiel gleich mit dem linken Bein. Auch hier drehen wir gleich das Bein nach außen und wieder nach innen. Noch einen kleinen Moment Pause. Macht euch bereit. Und wir führen das linke Bein nach außen und langsam wieder nach innen. Sehr gut. Noch 15 Sekunden. Da habt ihr die Seite auch schon geschafft. Letzten 3 und Pause. Lockert einmal aus. Ich zeige schon mal die nächste Übung. Wir neigen uns gleich zur rechten Seite, wieder zur Mitte und zur linken Seite. Versucht dabei auch schon gerade zu bleiben. Macht dann euch bereit. Und wir starten. Neigen uns zur linken, zur Mitte und zur rechten Seite. Macht es schön langsam, nicht zu hektisch. Sehr gut. Noch 15. Letzten 3 Sekunden. Und Pause. Wir kommen schon zur letzten Kraftübung. Ihr nehmt gleich die Arme schön lang und ihr schiebt eure Schultern nach vorne. Immer im Wechsel, rechts und links. Macht euch bereit, beide Arme lang und wir schieben unsere Schulter ein Stückchen nach vorne. Sehr gut. Noch 15 Sekunden. Und Pause. Ihr kommt dann schon langsam zum Abwehren. Dann starten wir. Ihr dürft eure Hände mal beide auf eure Knie ablegen. Und dann macht ihr euch mal schön rund. Das klappt am besten, wenn ihr euch weiter nach vorne setzt, sodass ihr an der Kante sitzt von eurem Stuhl. Macht euch rund, schön rund machen und dann richtet ihr euch auf. Guckt gerne auch dann zur Decke. Einmal die Wirbelsäule schön durchbewegen.
Dann dürft ihr euch noch zweimal rund machen und zweimal aufrichten. Und ein letztes Mal rund und ein letztes Mal aufrichten. Schüttelt euch einmal durch. Lasst euch gerne nach vorne über. Einmal kurz hängen, schüttelt die Arme ein bisschen aus. Entspannt euren Rücken einmal. Und dann richtet ihr euch ganz langsam wieder auf. Und wir atmen noch einmal dreimal tief ein. Das heißt, wir atmen ein, machen uns schön groß, atmen aus, die Hände runter. Ein zweites Mal tief ein und wieder aus. Und ein letztes Mal tief ein und wieder aus. Dann habt ihr es für heute geschafft. Ich bedanke mich, dass ihr mitgemacht habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.